Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich mal wieder eine World of Tanks Runde für euch. Die letzten Videos waren ja alles Star Trek oder Herr der Ringe Online Videos. Deswegen musste einfach mal wieder eine schöne Panzerrunde her. Und ja, wie der Zufall so will, habe ich für euch eine schöne Runde mit meinem Stufe 8 Chrysler Grand Finals dabei. War eine Panzerass-Runde und ich würde einfach mal sagen, gucken wir mal rein, was ich mit dem Gerät angefangen habe. Viel Spaß. Gespielt wird die Map Erlenberg, wie ihr seht. Und vom Matchmaking her hatte ich auch ein bisschen Schwein, ne? Stufe 8. Und sonst nur 7er und 6er, also das typische 357. Nur dass ich oben dran stehe. Und mit einem Chrysler in so einem Matchmaking. Es ist schon ein bisschen Glück, also muss man schon sagen. Muss man dann versuchen, halt auch so eine Runde auch was zu machen. Ja, und das war auch so mein Gedanke. Und deswegen habe ich gedacht, okay, fährst du gleich direkt wieder aggressiv die linke Seite lang und versuchst zu pushen. Ja, um halt fürs Team dienlich zu sein. So, der AMX, der hat halt gedacht, er fährt mal blind voraus. Jetzt glotzt er mich noch schön an. Ja. Der wird auch gleich heldenhaft scouten, ihr werdet sehen. Der gute Mann. Jo, zu Beginn. Heavy typisch. Erstmal hier vorne an die Ecke. Ah, ich warte gar noch ein bisschen hoch. Ja, okay. Ja, es war halt, ich habe halt gesehen, dass der AMX eben nichts gespottet hatte. Und da dachte ich, okay, jetzt setze deinen Plan um, wie ich am Anfang vorhatte. Und versucht gleich zu drücken und zu pushen. Normalerweise, wenn das gegnerische Team halt auch ein bisschen ja, intelligent gespielt hätte, wären sie gar nicht erst rüber gefahren. Aber ihr seht halt immer wieder, man erlebt halt in dem Map-Modus, es fahren einige Panzer auf die Seite, obwohl sie. Na gut, manche wissen es halt wirklich nicht. Man hat halt als Gegner, wenn man auf die Seite jetzt so fährt, einfach schlechtere Karten, wenn unser Team gut mitspielt. Ich meine, ihr seht schon, unser Team spielt nicht gut mit. Ich bin der Einzige hier vorne. Und wie ich vorhin schon gerade gesagt habe, unser AMX 12-Tonner hat sich richtig schön abschlachten lassen. Jetzt stehe ich ein bisschen alleine da. Da ich aber gesehen habe, dass eben nur ein Panther und ein kleiner T-43 da steht, ich halt versucht, trotzdem Druck zu machen. Link in dem IS, schön in den Turm einen rein. Geht mit dem IS wunderbar, der Turm ist nicht sehr stark. Und wieder ein Bounder. Bling. Das ist halt jetzt eine richtige geile Position für den Chrysler. Ne? So, den T-43 nehme ich raus und jetzt ist die Bahn frei, kein Kreuzfeuer mehr. Jetzt war es für mich klar, ich muss Druck machen. Ne? Mein Team ist nur am Campen. Ich bin der Einzige, der hier vorne Licht macht, der aufdeckt. Also ganz klar, ich muss Druck machen. Heavy Tank. Ziel erfassen, Feuer. Klappt auch gut. Ja. Der war leider nicht so gut. Der hat einen Bouncer fabriziert. Aber jetzt mit dem zweiten Schuss. Schön unten rein und dann war er weg. So, den Panther hier, der hat jetzt gemerkt, oh. Beine in die Hand nehmen. Schafft er auch. Reise. Hoffnung. Okay, das war etwas zu offensiv, ich gebe es ja zu. Hat es dann der T-34 geschafft, mich durch zu schlagen auf die Seite. Aber ich dachte jetzt, pustest du ihn weg und was mache ich? Ich schieße daneben. Das war sehr ärgerlich. Auch jetzt hier wieder der Schuss.
Ja, es hätten guten gerne zwei Treffer mehr sein können. Zu meinen aktuell 1900 Schaden. Ja. Zumal es bloß so ein kleiner Pupser ist. Oh, ich entscheide mich jetzt hier einfach hier vorzufahren. Also in einem Gefecht, wo du kein Top-Tier bist, ist das wahrscheinlich sehr gefährlich. Aber hier, gegen Stufe 6 geht's halt. Ja, jetzt mein Team räumt auch gut auf. Also die Teamkollegen fahren jetzt auch mit in die Mitte rein. Ja. Für mich heißt es halt Druck machen. Druck, Druck, Druck. Den Feind unter Druck setzen. So, VK, den wollte ich gerne beschießen. Dann geht aber hier so ein kleiner T25 auf, der bei mir bounced wieder. Dachte ich, den gebe ich erstmal fix eine. Ja, von der Hellcat eine bekommen. Der Auto-Aim-Schuss war wieder Scheibenhonig. Okay. Scout war weg. Jetzt den kleinen T25. Die Kollegen pusten die Kameraden weg, die feindlichen. Oh, Hellcat wieder. Einen Bouncer auf dem Turm. Den musste ich mal noch fix reparieren jetzt. Leichte Indisponierung, wie auch immer. So, jetzt Druck auf die letzten Gegner. 2500 Schaden habe ich. Oh, Hellcat, auch ein sehr harter Gegner. Ja, es sind halt dann so schon die Runden, die dann schon Spaß machen. Ne? Also vor allem mit dem Panzer hier. So, jetzt geht der Max auf und ich fahre natürlich direkt auf ihn drauf, um ihn unter Druck zu setzen. Was will er machen? Der arme Max. Nix. Ja, hat ein Kollege abgemurkst. Der Jagdtiger. Komm, blockier mich nicht. Ich habe hier noch was zu tun. Eine Hellcat. Jo, schön hinten rein. Da gibt's nichts zu fliehen. Oh, jetzt kriegen wir voll eine von der Ari verpasst. Der Jagdtiger denkt sich, oh, ey, die muss ich jagen. Keine Ahnung, warum er das unbedingt machen will, weil die Punkte gibt's in die Richtung. Da gibt's noch Punkte. Gut für mich, wenn der Jagdtiger nach hinten fährt, kann ich die kleinen Kollegen hier noch angreifen. Gibt's mehr Punkte. Oh, ja, die zwei, die haben sich ganz gut jetzt hier hinten hingestellt zur Verteidigung. Jetzt, ja, jetzt wollte ich erst den Carnarvon beschießen, haben wir dann für den Jagdtiger entschieden. Einfach weil er weniger HP hatte. Ja, war taktisch jetzt nicht ganz so klug, aber naja, egal. Aber sie kommen ja trotz alledem jetzt schwer durch bei mir. Jetzt hat er hier unten seht nur mit APCR. Jagdtiger. Ja, Jagdtiger ist es nicht, der Carnarvon. Ja. Carnarvon ist echt eine dicke Nuss. Also, ich muss wirklich sagen, der Turm ist jetzt echt klasse. So wie er jetzt steht, ist er wirklich nicht einfach zu durchschlagen. Ja, guck mal, da den Kuppel geht halt nicht so gut. So, jetzt kann ich, jetzt drehen sie sich halt aus unerklärlichen Gründen zu dem T34 um, was halt für mich bombastisch ist. Ja, und damit kann ich meinen fünften Kill machen. Und die Runde beenden. Ja, also war eine super Runde, konnte man gar nichts sagen. Oh, mein kleines Fähnchen hat sich verabschiedet. Ja, so ist ja auf den Tisch geklopft.
Ja, und damit war die Runde beendet. Vorne macht, was er will. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir noch zu guter Letzt aufs Gefechtsergebnis. Jo, Panzer Ass, das war's. Ne? Also Schaden hat ausgereicht. Schläger, Hand Gottes, Duellant, Kämpfer. Eben leider keine Kriegermedaille, weil ich nur 5 Kills geschafft habe. Der sechste war halt leider nicht mehr drin. Wirkungsfeuer, bombensicher mit dem Panzer. Passiert öfters, das muss man wirklich sagen. Das Ding ist halt einfach wirklich heftig gepanzert. Demzufolge halt auch Spartaner und Stahlwand, solche Sachen gibt es halt dann wirklich oft mit dem Teil. Und Großkaliber, ne? Das ist eben auch eine schöne Auszeichnung. Jo, ja, 4.121 Schaden, 1.400 Basiserfahrung. Also eine grundweg nette Runde. 28 Mal geschossen, leider nur 20 Mal getroffen. Ja, ging schon der eine oder andere Schuss daneben. Wenn die noch getroffen hätten, wäre es wohl locker über 5000 Schaden geworden. Aber naja, man kann halt auch nicht alles haben. 4000 fast gebounced, ist auch nicht schlecht. 1000 Unterstützungsschaden. Also alles in allem eine feine Runde. Ja, hatte ich auch noch Glück gehabt, dass es mein Zweifachbonus war, also Tagessieg. Dadurch kamen noch richtig schön Forschungspunkte zusammen und auch die Moneten. Premium Panzer mit Premium Spielzeit ist dann natürlich auch immer wieder klasse. Jo, das war meine Runde. Ich hoffe, sie hat euch auch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wie immer. Euer Abo wäre auch cool, wenn ihr eins mir geben wollt. Das wäre auch toll. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bye bye. Amerikanischer Panzerstall.